Ah, servus Leute, ich bin's Knäckebrot von den trockenen Broten und ich spiele eine Runde Dota 2. Heute mal ganz allein, also der Roggenbrot und der Silberbrot sind nicht dabei. Aber ich hoffe, ihr haltet es auch gut ohne die anderen aus und es wird sicher eine ganz lustige Runde werden. Ich spiele Ursa, das ist ein Held, den ich auch sehr gerne zu Hause allein spiele. Ich habe mir halt auch gedacht, wenn ich das Spiel eh privat spiele, mache ich einfach ein LP draus. Und die anderen müssen dann nicht immer dabei sein, weil wenn ich es eh spiele, kann ich es auch mal aufnehmen. Ja, und ich hoffe, es wird trotzdem ganz lustig werden. Ja, wie gesagt, Ursa ist echt ein cooler Charakter, hat auch ein paar coole Spells und ist später im Mid- und Endgame auch sehr stark. Natürlich auch schon am Anfang, aber am Schluss auch richtig. Mein erstes Spell ist Overpower, kann ich dann gleich mal zeigen, was der bringt. Der macht einfach so hintereinander so ganz schnelle Angriffe. Und eigentlich den merkt man eigentlich am Anfang gleich ganz aus. Also ist einer der wichtigen Spells bei ihm. Ja, und zu den anderen Spells komme ich dann auch, wenn ich sie freischalte. Ich habe mir jetzt einfach mal den Ring of Basilisk gekauft, einfach für den Sch bisschen mehr Schaden. Sieht man hier auch plus 6. Und ein paar Tangons, sage ich schon. Tangos, einfach für die Life-Gen. Mal sehen, ich bin jetzt mit der Windrunner, wir haben kein schlechtes Team, wir haben den Lifestealer, also mich den Ursa, den Husker, den werde ich auch irgendwann mal spielen, ist auch echt ein cooler Charakter. Den Ricky und ja genau, die Windrunner. Bei uns ist jetzt hier der Spiritbreaker und der Zeus, die können natürlich auch richtig nervig werden. Aber mal sehen, wie das Spiel so läuft. Team ist ja nicht schlecht aufgestellt, aber sie haben beide sehr, sehr gute Chancen, was zu reißen. Sieht man auch mal gleich seinen Zeus, seine Attacken, der ist schon recht nervig. Am Anfang auch. Seine komischen Blitzen, die er dann auf einem draufhaut, den werde ich sicher auch mal spielen, das ist eigentlich ein Support-Held. Das kann ich wissen, hat er sich gekauft, ja, ein paar Mana-Potions. Ja, mal sehen, wie das Spiel so verläuft. Ist auch schon Level Up, Earthshock ist mein nächster Skill. Der versucht ein Erdbeben, welches den Gegner verlangsamt und noch ein bisschen Schaden zufügt. Also ich muss sagen, dem seine Skills harmonieren sehr gut miteinander, muss ich sagen. Ich nerv die jetzt hier gleich mal ein bisschen. Habt ihr jetzt auch mal die beiden Spells gesehen? Also die harmonieren sehr gut miteinander, muss ich sagen. Und fügen auch ordentlich Schaden zu dann später. Anfall doch nicht so, weil er eben nur wenige Angriffe hintereinander immer macht. Aber doch auch schon ordentlich. Also es ist nicht so, als hätte man jetzt viel zu wenig. Ich will es jetzt so wenig zufügen. Ich bleibe jetzt hier mal ein bisschen weg. Also die Windrunner ist eigentlich auch ganz gut, weil ich bin eben nur im Nahkampf, habe eben keine Fernkampfattacken. Ich hau eigentlich einfach immer nur zu. Muss halt hier aufpassen, dass der Zeus mir nicht zu viel Schaden zufügt. Was halt durchaus passieren könnte. Das Gute ist, dem seine Spells brauchen auch nicht sehr viel Mana, also muss man jetzt auch nicht so wirklich immer drauf achten. Wie Mana jetzt noch, wenn man jetzt noch hat und so, das ist immer ganz angenehm eigentlich bei dem Held. Das First Blood ist jetzt auch noch nicht gefallen, vielleicht machen wir das ja. Mal sehen, wie das Spiel verläuft. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Oh, jetzt haben wir schon das First Blood gemacht. Der Husker hat das gemacht. Der ist auch wirklich echt ein cooler Held. Den muss ich euch auch unbedingt mal zeigen. Vielleicht dann schon beim nächsten Mal. Werde ich mir noch überlegen. Gehen wir ein bisschen zurück kurz. Kaufen wir als nächstes die Boots. Die Face Boots, die sind auch sehr wichtig. Für seine ganzen Spells, die halt alle, finde ich, sehr gut miteinander harmonieren. Korea haben wir auch schon, haben sie auch schon gekauft, sehr gut. Muss ich mal schauen. Oh, jetzt haben sie die Windrunner gekillt. War ich nicht rechtzeitig da. Man vergisst natürlich auch immer ein bisschen das Spielen, während man Let's Playt. Muss jetzt auch ein bisschen konzentrieren, dass ich mir auch ein bisschen Geld bekomme. Von den ganzen Creeps. Also, ihr könnt auch gerne mal, was ich noch gar nicht gesagt habe, ist, dass ihr auch gerne mal Fragen in die Kommentare schreiben könnt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so.
könnt ihr gerne machen, da das Let's Play ja auch eigentlich auch für Anfänger sein soll, die das Spiel jetzt eigentlich gar nicht kennen. Als aber auch für Leute, die es halt auch privat spielen, einfach mal den Held sehen wollen. Genau. Wollte ich nur mal sagen. So, jetzt habe ich noch den nächsten Spell, der ist ein passiver Spell. Und macht einfach noch ein bisschen mehr Schaden pro Angriff. Die anderen haben sich jetzt hier gerade zurückgezogen. Mal sehen, was die hier so machen. Ist auch gar nicht gesehen, wo die jetzt hingegangen sind. Nicht, dass die da aus dem Wald noch irgendwie kommen. Weg da, weg da, weg da, weg da. Geht jetzt vielleicht mal kurz zurück in die Base. Habe jetzt auch noch 75 Lebenspunkte und habe jetzt eigentlich auch nichts zu regenerieren dabei. Was kaufe ich mir denn noch? Ich denke, ich kaufe einfach nur ein paar Tangos. Kann nie schaden. Ja, ja. Also mal sehen, wie das Spiel verläuft. Kann mir mal kurz für die anderen schauen. Und schauen. Hier ist der Lifestealer. Der Husker ist, glaube ich, in der Mitte. Genau. Ist auch schon Level 7. Das muss ich sagen, ist nicht schlecht. Hat ja aber auch erst den einzigen Kill gemacht, eigentlich, der so gefallen ist. Also der erste noch. First Blood. Kurz mal ein bisschen regenerieren. Ja, danach werde ich mir dann die Vladimir's Haube kaufen. Oder Vladimir's Offering oder wie auch immer. Und ja, die gibt mir einfach auch noch ein bisschen Lifestyle. Also nicht die. Oh scheiße, jetzt habe ich aus Versehen das Porten abgebrochen. Ja, das wäre echt dumm jetzt. Ja, wurscht. Die anderen sind jetzt aber auch recht defensiv, also da sieht man jetzt auch gar keinen auf der Karte. Doch, der in der Mitte ist einer. Wer ist da eigentlich? Die Draw. Zum anderen Team bin ich eigentlich noch gar nicht gekommen. Also der Zeus, der ist recht mächtig dann später im Spiel. Der hat sein Ulti, wo er jeden auf der Karte trifft. Also wirklich jeden von den gegnerischen Helden. Und der fügt auch richtig viel Schaden dann später zu. Dann haben sie den Spirit Breaker, den Draw Ranger, den Juggernaut und den Rubik. Die haben auch echt ein gutes Team. Darf man nicht unterschätzen. Ich gehe jetzt mal in den Wald. Vielleicht können wir da irgendwie überraschen. Sieht aber nicht danach aus, weil die doch recht defensiv spielen. Alle. Windrunner sollte jetzt hier auch lieber mal zurückgehen. Ja, der Zeus ist natürlich schon richtig nervig. Aber sollte sich jetzt auch nicht verschätzen, also. Ja, aber auch gleich mal einen Kill gemacht. Der Zeus, der hat sich ein bisschen verschätzt, muss ich sagen. Dachte, er kann ja einfach so durchspazieren. Es geht bei Ursa. Oh, jetzt habe ich das falsche Item gekauft, egal. Passt schon. Der darf das auch nicht unterschätzen, also macht schon auch relativ viel Damage mit seinen Hits. Habt ihr jetzt auch mal die Combo gesehen? Ich habe ihn erst gestunt mit dem Erdbeben oder Earth Shock. Und dann auch nochmal gescheit draufgehauen mit dem Overpower Skill. Also es ist dann auch später so, dass man. Jetzt habe ich auch noch mein Ulti. Der wandelt einen Prozentsatz von meinen Lebenspunkten in Schaden um. Je nachdem, wie viele Lebenspunkte ich habe, halt gerade habe ich dann auch mehr Schaden. Der wird natürlich auch immer höher, je höher der Level von dem Skill ist. Der ist am Anfang auf 5%, dann später auf 7%. Wird also jedes Mal eins höher. Und ich werde dann auch später einfach mal allein Roshan machen, wenn der halt dann. Wenn ich halt so. Wenn ich. Also ich brauche erst die Vladimir's Offering. Und dann kann ich mir das erst holen. Weil davor bringt mir das noch nichts. Ich gehe jetzt mal hier in den Wald. Weiß nicht, ob das sehr klug ist. Ne, ich glaube, das ist nicht so klug. Was machen die jetzt da? Das frage ich mich auch. Da ist aber noch einer drin, oder?
Keine Ahnung, was die hier so anstellen. Frage ich mich ganz ehrlich gerade. Was es soll. Mal sehen. Haben jetzt auch schon einen Kill gemacht. Läuft ja nicht schlecht. Wir sind auch nicht gestorben. Man verzettelt sich dann halt schon auch immer recht schnell mit Ursa, dass man halt einfach irgendwo rein sprintet. Kaufen uns halt die Boots. Habe ich bald bald die Facebooks fertig. Schickt mir das mal mit dem Kurier. Was hat die Windrunner so? Ja, die hat auch. Hat auch schon Boots. Passt schon. Wir haben ja vorhin auch schon. Sie halten jetzt auch gut alle recht low, man ist halt auch wichtig, dass man den Spirit Breaker immer recht low hält, weil der später echt gefährlich werden kann sonst. Ist hier eine Rune? Ich schau mal kurz, ob hier eine Rune gespawnt ist. Kommt auch gerade der Kurier aus dem Wald. Ich hol mir da mal kurz eine Double Damage Rune, das ist gar nicht schlecht. Vielleicht können wir den da mal überraschen. Jo, hat funktioniert. Genauso war das geplant. Haben wir auch noch einen Kill gemacht. Also ich habe eben die Double Damage Rune aufgehoben, hat dann halt wollte auch gerade ganz schön viel Angriffspower dadurch. Läuft ja nicht schlecht. Greifen hier mal ein bisschen den Turm an. Habe jetzt auch schon die Boots fertig, die ja auch recht wichtig sind für den Helden. Und gehe vielleicht einfach mal kurz zurück in die Base. Port dann wieder nach unten und schau mal, ob ich da wieder ein bisschen was reißen kann. Läuft im Moment nicht schlecht, steht 4-2. Der Husker, der farmt ja anscheinend auch ganz gut in der Mitte. Hier sieht man jetzt auch mal die Boots, da laufe ich eben kurzzeitig schneller und mache halt auch noch, habe halt auch noch 24 Schaden Bonus. Habe jetzt auch schon plus 30 Schaden nochmal durch den Ring und die Schuhe. Werd mir als nächstes das hier kaufen. Und porten wieder runter. Wir haben auch noch welche aus irgendeinem Clan dabei, habe ich vorhin gesehen. Also irgendwelche, die haben halt irgendwie so ein Ding noch vor ihrem Namen. Dass man halt sieht, dass die irgendwie zusammengehören. Man sieht dann auch, dass ich dann auch hier 40 Schaden mehr jetzt gerade habe, wenn ich den Ulti anschmeiß. Man sieht ja auch schon, dass ich ganz schön viel Schaden mache. Also ich krieg die jetzt schon ganz schön locker weg hier, die Creeps. Aber die trauen sich hier gar nicht vor, muss ich sagen. Also die spielen schon sehr defensiv. Mal schauen, was ist hier mit der Draw Ranger? Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal einmal quer durch die Mitte. Oder auch nicht. Habe ich gerade gesehen, dass die da jetzt unten die andere, die Windrunner verfolgen. Da gehe ich gleich mal hinterher. Weil die jetzt sicherlich sehr low sind. Die kann ich dann sicher abfangen hier. Genau so sieht's aus. Krieg ich den? Nee, lieber nicht. Das war aber doch auch recht schon ganz schön knapp jetzt. Hätte ich vielleicht nicht mehr hinterherlaufen sollen. Dachte halt, ich könnte den noch kriegen. Ich port dann mal die Base zurück, habe gerade noch den Kill gemacht. Dachte, ich krieg vielleicht beide, aber der eine ist ja ganz klug ausgewichen. Aber wegen habe ich den Zeus bekommen, das passt schon. Geh jetzt dann mal in die Mitte.
jetzt auch den mittleren Turm gekriegt. Ich hab's gar nicht mitbekriegt. Für die anderen läuft's irgendwie nicht ganz so gut aus meinem Team. Weiß gar nicht, was da los ist. Stand upon them. Tracks of intruders. I'm not ready. Die verzieht sich ja aber jetzt schon. Weil die genau weiß, dass ich sie kriegen würde, wenn die jetzt einfach bleiben würde. Ah, scheiß Zeus. Haben wir die jetzt bekommen? Ja, die hat er bekommen. Wollte noch zur Hilfe kommen, aber das war gar nicht mehr nötig. Jetzt gehen wir weiter Earthshock. Geht's mal nach oben? Läuft ja nicht so schlecht, also könnte der durchaus deutlich schlechter laufen. Aber für die da oben läuft's gar nicht gut. Den haben wir bekommen. Kriegen wir den anderen auch noch? Ja, aber da werden wir jetzt wahrscheinlich drauf gehen. Ah, ne, tun wir nicht mal. Ja, umso besser. Ich dachte, da werden wir jetzt leider sterben. Dem ist aber gar nicht so. Und ich mache jetzt dann einfach mal Roshan, denke ich. Vielleicht hole ich mir noch einen Kill unten. Muss aber jetzt eigentlich aufpassen, dass der Zeus nicht so einfach sein Ulti raushaut. Das könnte mir auch noch passieren. Gehen wir mal schnell in die Base, weil wenn der jetzt einfach sein Ulti gezündet hätte, dann wäre ich jetzt einfach drauf gegangen, glaube ich. Steht ja 501, das passt schon alles, läuft ganz gut. Gehe hier mal nach unten. Hol mal noch ein paar Creeps, vielleicht bin ich dann auch schon Level 12 und auf Level 12 hole ich mir dann einfach mal Rosh an. The enemy is near. Ich habe jetzt auch meinen WF-Skill schon voll ausgemaxt. Ich hole mir jetzt einfach mal hier den Turm. Und jetzt versuche ich's. Aber den kriege ich schon. So, den habe ich. Was mache ich jetzt, ist die Frage. Ich glaube, ich baue mir... Ja, ich baue mir, denke ich, ein Shadow Blade. Yes. Was, wieso hat der jetzt rumgeblinkt? Das habe ich gar nicht gesehen, was jetzt genau los war. Ah, scheiße, da bin ich jetzt draufgegangen. Da waren sie jetzt doch schon zu gut. Ich dachte, die kriege ich vielleicht. Ah, den hat er bekommen. Der Haskell ist auch schon Level 13, muss ich sagen. Wie läuft's so für den? Kann ich mir kurz anschauen, wie viele Kills hat der gemacht? 4-1-0, ja, das ist auch schon recht gut. Ich glaube, ich verteidige jetzt einfach mal in der Mitte. Schreibt es mal kurz beim Team, dass die es auch mal raffen. Die haben aber auch alle kein Town Portal, glaube ich. Ist da irgendwo einer? Ist da irgendwo einer? Da ist nirgendwo einer, aber vielleicht kriegen wir einfach mal den Turm. Ja, den kriegen wir auf jeden Fall, den kriege ich ja allein. Ich glaube, ich level mich noch kurz auf Level
aufs nächste Level, bevor ich Ruhestand hole. Dürfte hier nicht mehr lang dauern. Noch eine Wave und dann bin ich auch schon soweit. Kriegt jetzt auch ganz schön was drauf schon von der. Kriegen wir die. Ja, es war eh klar, dass ich da jetzt drauf gehe. Wenigstens habe ich die jetzt noch bekommen. Das war vielleicht auch ein bisschen zu offensiv jetzt. Immerhin Level 12, fast Level 13. Und ich werde mir jetzt einfach Roshan holen. Sag ich, glaube ich, schon seit einer Viertelstunde ungefähr. Aber ist ja egal. Weiß gar nicht echt, was mit meinem anderen Team so los. Für die läuft es irgendwie gar nicht gut. Der Jugger, der farmt da, glaube ich, auch ganz gut. Leider. Ja, aber das ist alles im Rahmen, also. Für den Husker und mich läuft es schon recht gut, für den Rest leider nicht so. Aber das ist alles in Ordnung. Unten haben wir den Turm auch noch, also in Sachen Türm sind wir gleich zurzeit, also es ist alles super. Fear not, my kin, for I come to your aid. Against all strife. Falls ihr übrigens fragt, was ich mir da die ganze Zeit kaufe, falls es einer nicht weiß, ich kaufe da Town Portals. Mit denen kann ich mir, kann ich einfach zu einem Turm, zu einem verbündeten Turm hinporten. Nur, wenn ihr euch mal fragt, also. Ich hole mir jetzt hier Roshan. Sollte mir schon gelingen. Oh nein, das gelingt mir gar nicht. Wie haben die mich jetzt da gesehen? Anscheinend haben die da irgendwelche Wards oder so aufgestellt. Das war jetzt natürlich ein bisschen unklug. Ich gehe jetzt mal nach oben dann lieber. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich dachte, die raffen das nicht. Jetzt haben die natürlich den gemacht, den Roshan, während ich jetzt hier tot war. Aber das ist alles wurscht. Läuft ja für uns ganz gut. Wir dürfen uns das halt nicht verzetteln. Vor allem ich bin jetzt hier doch relativ unvorsichtig. Vielleicht sollten wir uns einfach mal den oberen Turm holen. Does the battle still rage? Die andere freut sich jetzt, dass sie jetzt Roshan bekommen hat. Warm is the spring sunshine. Aber da beteilige ich an solchen sinnlosen Konversationen eher selten, weil ich es einfach unnötig finde, sowas zu schreiben. Ja, die kriegen wir. Jetzt einfach den Turm angreifen. Kann mir jetzt schon den ersten Mutantteil dann von meinem Shadow Blade mal kaufen, womit ich einfach 21 mehr Schaden mache. Mit dem Shadow Blade kann ich dann eben kurzzeitig unsichtbar werden und da kann ich halt auch andere Gegner einfach mal so überraschen. Was macht der da? Der geht jetzt einfach so rein. Was soll er machen? Ich würde sagen, wir bleiben jetzt einfach mal oben. Es gibt jetzt nicht wirklich was Schlimmes, was jetzt kommen könnte. Es könnten halt alle hochkommen. So, jetzt sollten wir uns vielleicht mal verpissen von hier. Weiß gar nicht, der Husker, der ist jetzt auch schon fast. Ist auch schon recht hoch gelevelt jetzt. Ich gehe mal kurz hier in die Mitte. Hier mal kurz in die Base, wo unser Kurier abgeschlachtet wurde. Ganz sprachlich ausgedrückt.
Oder eigentlich nicht umgangssprachlich, wurde er gekillt. So, 55 Schaden mache ich jetzt schon Zusatzschaden. Die haben jetzt den mittleren Turm hier bekommen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt eigentlich machen soll. Vielleicht. Ich weiß nicht, was sein Team jetzt eigentlich auch so macht. Ich gehe jetzt einfach mal in die Mitte, weil da gerade irgendjemand ist. Der Rubik ist da.